So, das Feld leert sich und wir machen weiter mit den beiden hier. Und zwar einmal Handfeuerwaffen vom Neuen Kaiser Verlag. Ist ein bisschen verwandt mit den anderen beiden, die wir aus dem Neuen Kaiser Verlag hatten. Allerdings leider nicht so gut, denn das hier ist teilweise ein reines Bilderbuch. Also Vorwort ist, wo haben wir's? Vorwort ist kurz und knapp, hat aber alle wichtigen Informationen drin. Ein paar Sachen habe ich hier korrigiert und das ist auch ein Buch, was von circa von 1995 stammt, also von der Gestaltung her und vom Auswahl der Modelle. Man hat hier immer ein Modell, dann Text und dann hier noch eine kleine Tabelle. Auf der einen Seite, beim anderen Buch war das ja vollkommen ausreichend. Beim anderen Buch waren das ja halt nur so relativ alte Waffen, zu denen man halt meistens nicht so wirklich viel weiß. Hier ist es, naja, hier ist es ein bisschen zu wenig. Man kann einfach nicht die Browning Double Action, ihre Entwicklung einfach in so einen kleinen Absatz packen. Das ist leider zu wenig. Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, hier geht es so einen großen Teil, jetzt müsste ich Glück haben, dass ich da was finde, um halt Militärgewehre. Und die ganzen Militärgewehre hören pünktlich mit der Entwicklung 1995 auf. Allerdings haben sich die Leute, die dieses Buch gemacht haben, wohl gedacht, ja, wir müssen das ein bisschen aktuell halten, wir müssen ein paar aktuelle Waffen reinbringen. Und deswegen sind hier ein paar sehr merkwürdige Sachen, die ja überhaupt nicht irgendwie in der Entwicklung reinpassen, einfach reingequetscht worden. Ich finde jetzt leider keine an so ein paar Sachen. Ja, hier sieht man, dass es von 19, ja, ich habe es ein bisschen korrigiert. Hier sieht man, dass es von 1995 ist, wo die noch gedacht haben, dass der Panko Jackhammer so die erfolgreichste Schrotflinte aller Zeiten werden wird. Spoiler, ist sie nicht geworden. So, und mein Akku geht leer und ich hoffe, das Ding hält noch ein bisschen durch. Und auf einmal sind hier irgendwelche relativ merkwürdigen Sportwaffen reingequetscht worden. So einfach, ja, wir brauchen ein paar neue aktuelle Waffen. Ja, was gibt's denn? Irgendwo Ska-H irgendwo mitten reingequetscht, noch als Ska-H fälschlicherweise und nicht als MK-17 und dann irgendwelche komischen Sportwaffen zwischendrin. Das wirkt relativ merkwürdig. Hingegen ist das hier, und zwar Schusswaffen vom Revolver bis zur Vollautomatik, Modell aus aller Welt. Das ist sehr gut. Und zwar hat das hier ein relativ ausführliches Vorwort, wo dann auch die ganzen wichtigen Entwicklungsschritte durchgegangen werden. Zum Beispiel hier Pistolen und dann hier die verschiedenen Repetiergewehre. Hier auch sowas wie ein Fallblockverschluss oder halt dieses Snyder-System, wo dann wirklich diese Rolle eingeklappt wird. Also Vorwort sehr gut. Leider hingegen sind dann hier die Waffen relativ kurz gehalten. Und zwar, glücklicherweise fängt das Ganze hier auch mit den Waffen relativ weit vorne an. So hat man dann hier auch so noch so ein paar Sachen, die im Ersten Weltkrieg dann aktuell waren und dann wirklich bis zum Zweiten Weltkrieg. Das Ganze wird immer wieder unterbrochen hier von solchen Techniksachen. Die sind auch sehr gut, die sind teilweise ein bisschen knapp und sowas in Text zu erklären, also diese komplizierten Vorgänge in einer modernen Selbstladepistole, das ist nicht so einfach und teilweise werden hier auch Bauteile immer wieder einzeln erklärt. Hier wird zum Beispiel das Magazin erklärt, wie die Kugeln in einer Diggel sitzen und dann halt hier dieses Trommelmagazin der PPS, PPSH. Dann geht das hier weiter mit Büchsen, auch von relativ alt bis relativ neu. Und auch dieses Ding hier hat leider dieses Problem, dass die hier, ich weiß nicht genau, von wann das Buch stammt, das sieht auch aus wie späte 90er Jahre. Hier. Und dann auf einmal sind dann aktuelle Sachen reingequetscht worden. Hier zum Beispiel das SIG. Gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Das SIG SG-5501 Snipergewehr und hier das Heckler & Koch G36 mit der alten Version. Und dann auf einmal der neue Abakan dazwischen. Das merkt man teilweise auch, wie die Absätze geschrieben sind, dass hier Sachen reingequetscht worden sind. Offene Visierungen, hier diese Teilerklärungen sind immer relativ cool. Auch seltene Sachen, zum Beispiel wie das indische Indas-Sturmgewehr dabei. Das Buch ist relativ cool. Ich glaube, ich habe für das hier, habe ich irgendwo, ist gar kein Preis. Ah, hier ist ein Preis drauf. Habe ich für 5 Euro bekommen. Und letztens habe ich gesehen bei Amazon, dass das Ding, das ist, soweit ich das noch richtig weiß, auch das erste Buch, was in meinen Amazon-Verlinkungen und in der Videobeschreibung immer drin ist. Das habe ich letztens irgendwie bei Amazon gesehen, irgendwie für 70 Euro oder so. Das ist es absolut nicht wert, wenn ihr das für einen günstigen Preis seht. Nehmt euch das mit. Ich glaube, das habe ich auch ganz kurz irgendwie bei Obi war das oder bei irgendeinem Baumarkt war das irgendwie auf so einer Grabbelkiste. Das war total merkwürdig. So, kommen wir aber zu den nächsten und zwar zu den Enzyklopädien, die der gute
Harting geschrieben hat und damit leider zu Büchern, die ein großes Problem haben, denn für meine Zwecke sind sie absolut untauglich. Und zwar, wenn man hier liest, so Pistol und Revolver, also illustrierte Pistol- und Revolver-Enzyklopädie, dann denkt man, dass man hier natürlich so Militärwaffen vor sich hat. Es ist allerdings nicht der Fall, denn man hat hier anstatt von Militärwaffen die Pistol und Revolver, welche so auf dem amerikanischen Zivilmarkt so 1998 bis so 1992 so aktuell waren. Das Ding hat zu seiner Verteidigung, muss ich sagen, dass das Vorwort relativ interessant ist. Und zwar wird hier auch so, naja, relativ klein die Geschichte der Pistole und später natürlich der Selbstladepistole aufgezeigt. Ist natürlich relativ kurz. Bei Meilenstein der Waffentechnik habt ihr das präziser. Und dann fängt es hier auch schon an. Und zwar werden hier erstmal die Sicherheitssysteme erklärt, was natürlich bei anderen Büchern nicht so der Fall ist, weil es sich halt hier um ein ziviles Buch handelt. Hier hat man dann noch die verschiedenen Verschlusssysteme, was relativ gut ist. Die Verschlusssysteme, dann hat man Kurzwaffenmunition, dann hat man hier so eine Auflistung von den ganzen Kalibern, welche auch noch relativ gut sind. Das ist nämlich immer ein bisschen mehr Text als bei Schützenwaffen gestern, beziehungsweise bei, ja, ich vergesse den Namen immer, Infanteriewaffen. Waffen aus aller Welt bis 1945, allerdings aus einer anderen Sicht, und zwar nicht aus der militärhistorischen Sicht, sondern aus der Zivilsicht. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier vorankomme. So, hier haben wir zum Beispiel Sachen wie die AMT-Serie. Und die AMT-Serie ist militärisch und polizeilich nicht so groß eingesetzt worden. Und wenn man sich das Ganze nochmal weiter anguckt, dann hat man hier, oh, das sind zufällig Deagles, meistens Waffen und nochmal zufällig Colt. Natürlich ist das Ganze teilweise vom Militär auch eingesetzt worden, aber halt nicht alles. Man hat hier sehr viele zivile Firmen, wie zum Beispiel Kel-Tec, spielte militärisch damals keine große Rolle. Oder Rossi-Revolver, die teilweise mir gar nichts sagen, weil es einfach zivile Waffen sind. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, mit welchen Waffen so ein ziviler Waffenhändler in den USA Ende der 90er Jahre zu tun hat, ist das perfekte Buch für euch. Ansonsten leider nein. Auch ist das Ganze teilweise ein bisschen kompliziert gestaltet. Und zwar ist das Ganze von A bis Z sortiert, und zwar von den Firmen. Die erste haben wir ja AMT, dann gibt es meistens für die Firma einen riesen Text. Dann werden hier die einzelnen Waffen erklärt und erst danach seht ihr dann die einzelnen Waffen, die vorher erklärt worden sind. Und da das nicht nummeriert ist, ist das teilweise relativ schwierig herauszufinden, was was ist und welches Modell jetzt genau gemeint worden ist. Das heißt immer Firma, dann Text zu der Firma und dann die Waffen teilweise als Bilderbuch und Tabelle. Ist für einen Sammler vielleicht interessant, ansonsten nicht. Das gleiche gibt es dann für Gewehre, allerdings auch nicht Militärgewehre, sondern auch so zivile Sachen, wie hier Anschütz, ist eine deutsche Firma, oder Browning, ja, die macht ja auch Militärsachen, aber es sind dann halt so, teilweise davon gibt es natürlich auch Zivilversionen von Militärgewehren. Aber größtenteils halt so Sportschützen und Jagdgewehre, auch nicht auf dem aktuellen Stand, deswegen relativ uninteressant. Allerdings gibt es noch einen dritten Teil dieser Harting-Trilogie, und zwar Militärgewehre. Wieder auch die Enzyklopädie. Erst habe ich gedacht, sehr cool, ich wollte mir nämlich das Buch erst nicht holen, denn erst hatte ich die beiden hier und war von denen so enttäuscht, dass ich mir das hier nicht geholt habe. Dann habe ich aber, vielleicht finde ich das, noch ein YouTube-Video gesehen, wo das Buch relativ gelobt worden ist. Und zwar unter anderem für das Vorwort. Und das Vorwort, wo einem dann verschiedene Verschlusssysteme und Gasdrucklader erklärt werden, ist relativ gut. Allerdings der Rest des Buches dann nicht. Denn der Rest des Buches ist, hier haben wir dann auch nochmal einen Teil über Patronen und Ballistik und auch über Visiere. Das Vorwort ist also noch relativ gut. Allerdings, wenn man dann hier weiterblättert, hat man dann hier sehr schnell nur hat man dann hier meistens, also größtenteils, also ich sag mal, zur Hälfte besteht das aus wirklichen Militärgewehren mit den wirklichen Daten dabei. Ach, so viel Zeit habe ich noch. Mit den wirklichen Daten dabei. Allerdings besteht das zum Großteil leider dann aus den Zivilversionen von Militärgewehren. Das bedeutet, man hat hier dann sowas wie D&L Sports Incorporated, die dann natürlich irgendwelche komischen AR-15-Verschnitte machen, die man halt überhaupt nicht kennen muss. Oder sowas wie S&W Daniel Incorporated, was mir gar nichts sagt, die hier irgendwie SWD Corbey M11-9, also so eine Zivilversion von einer Mac-11, also was man gar nicht kennen muss, was einen dann meistens nur noch verwirrt. Okay, DPMS, also ist noch relativ bekannt, kann man kennen. Und hier sind dann auch immer mal wieder so welche, die dann wirklich Militärgewehre sind. So Erma Schmeißer MP40 stimmt so nicht. Die MP40 ist nicht von Schmeißer, sondern die ist von Vollmer. Ist so ein typischer Fehler, MP44. Und dann hier ganz viele zivile AK-Versionen. Und was haben wir denn hier? FN Hairstyle, ja, der FNFL wäre so wie
Militärgewehr ein echtes Militärgewehr. Also die Hälfte davon mindestens sind irgendwelche komischen Abwandlungsversionen, die man so nicht kennen muss. Auch so hier Hellenic Arms, Industry SA, das ist eine griechische Firma, die sowas, was so ein bisschen aussieht wie eine G3, ach so, es das heißt auch G3A3, in die USA importiert hat. In Wirklichkeit kommt es natürlich von Heckler & Koch, also das ist für einen Anfänger absolut verwirrend. Kann ich leider nicht empfehlen, dieses Buch. Und damit endet diese Folge. So, da der Akku ja ein bisschen leer ist, muss ich euch jetzt leider mit dem Schwarzbild nerven. Und dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier zu einem von meinen anderen Videos und dann hier zu einem Fremdvideo. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zugucken und sage bis dann.